Ja, guten Tag miteinander. Das ist Samschau auf Nebelspalter. Mein Gast ist heute Jérôme Endras. Er ist Psychologe. Er arbeitet einerseits bei der Justizdirektion vom Kanton Zürich in der Forschungsabteilung. Dort geht es um schwere Verbrechen, kann man so sagen. Ja. Und gleichzeitig ist er aber auch an der Uni Konstanz als Professor, als Dozent, auch in der Forschung tätig. Und wir wollen natürlich über deine Themen reden, die ich extrem interessant finde. Herzlich willkommen. Freut mich sehr, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gern geschehen. Gut, wir fangen an mit dem Thema, das etwa vor zwei Wochen recht zu reden gegeben hat. Da sind die neuen Statistiken rausgekommen, einerseits vom Bund, aber auch von den Kantonen, die etwas erzählt haben, was wir eigentlich schon relativ lange wissen. Erstens, es gibt eine sogenannte Ausländerkriminalität, das ist ein blöder Begriff, ich sage es nachher, warum ich das ein blöder Begriff finde, oder ich sage es gerade jetzt. Ich weiss natürlich eben nicht einfach alle Ausländer sind, die überproportional kriminell werden, sondern es sind ganz bestimmte Gruppen. Und das ist auch das, was mich interessiert. Und du weißt da sicher sehr viel. Fangen wir mit dem an. Warum gibt es gewisse Nationalitäten? Und in der Schweiz, und das ist auch in Deutschland so, es ist vorwiegend Leute aus dem nordafrikanischen Raum, aus dem Maghreb oder dem Nahen Osten oder Balkan. Und kulturell muss man auch sagen, kulturell, religiös, sehr viel Muslim. Jetzt, warum ist das so? Also, wieso es genau so ist, wissen wir nicht. Ja. Also, wir können spekulieren, wieso es da einen höheren Anteil gibt. Mhm. Wir müssen sagen, wir sind auch Wellenbewegungen, das muss man sagen. Es gibt Leute, die in einem bestimmten Kulturraum überrepräsentiert sind und dann ist das ein Hotspot während ein paar Jahren und dann geht das wieder so ein bisschen zurück. Mhm. Und das ist das, was ich sowieso allgemein in der Schweiz beobachte, dass uns die Integration gut gelingt. Also, was wir nicht sehen, ist, dass es immer die gleiche Kultur ist, die über 10 oder 15 Jahre immer überrepräsentiert ist. Es sind Wellen. Mhm. Und was es im Moment genau ist, ob es ist, dass es halt mehr junge Männer sind, die ohne Perspektive zu uns kommen und dann bei uns dann eher straffällig werden, oder ob es auch ist, dass es eher Leute gibt, die eine bestimmte Disposition haben, die sich dann auf den Weg machen und da kommen, das wissen wir noch nicht. Ich denke, die Forschung, die hat vielleicht in ein paar Jahren dann seriöse Antworten darauf. Im Moment ist vieles Spekulation. Jetzt, das heisst, zum Beispiel in den 60er Jahren, wo wir relativ viele Italiener hatten, Portugiesen und Spanier, dort war das auch schon so gewesen, dass die Italiener zum Beispiel überproportional kriminell gewesen sind im Vergleich zu den einheimischen Schweizern. Ich kann es nicht aus den 60er Jahren sagen, weil ich dort noch nicht tätig war, aber schon nur, ich arbeite jetzt seit 20 Jahren in der Justizdirektion und da haben wir grosse Veränderungen gesehen. Also, da hat's vor 20 Jahren hat's Balkan ist ganz stark präsent gewesen. Und Balkan heisst Serben, Kroaten, Albaner. Vor allem Leute aus Albanien. Also ist auch der muslimische Charakter eine Rolle gespielt? Das, ja, wobei, auch da haben wir dann gesehen, dass wir dann, die Gruppen sind dann schon ein bisschen zerfallen. Also, wo wir gesehen haben, das ist vor allem der Balkan und es ist weniger die Religion. Das haben wir da gesehen, dass, dass ob jemand christlich war oder muslimisch war, das ist gleich repräsentiert gewesen. Und das ist dann wieder zurückgegangen und es sind andere Länder gekommen, es sind auch afrikanische Länder dann auf einmal viel präsenter gewesen. Gewisse Länder sind fast ganz verschwunden, bei Italiener sind dann deutlich weniger gewesen, Deutsche sind deutlich weniger gewesen, sodass im Moment so eine sehr oberflächliche Analyse, die ist, je weniger gut oder integrierte Population insgesamt ist, sprich, je weniger lang Tradition ist, je schlechter das Umfangsnetz bei uns ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie die elektrischen Erscheinung treten. Aber das ist jetzt im Moment auch sehr unreiner gesprochen. Also, das muss man wirklich mal sauber haben. Und jetzt, wenn man jetzt einfach denkt an Politik oder an Behörden, was würdest du denen empfehlen? Was sollen wir machen? Also, weißt du, man könnte ja einfach sagen, hey, wir nehmen jetzt einfach keine Leute mehr aus Nordafrika. Wieso sollen wir einfach? Wir haben ja keine Personenfreizügigkeit mit den Ländern. Also im Moment ist es jetzt so, dass wir immer noch eine wahnsinnig tiefe Kriminalität haben. Mhm. Also wenn wir uns international anschauen, und da ist die beste Benchmark hier die Mordrate. Sie ist deswegen die beste Benchmark, es wird überall gleich definiert und es wird überall versucht, man das Delikt zu verhindern. Und Dunkelziffer gibt es fast nicht. Genau, das ist die beste Benchmark. Und das sind mit den Top 10 Ländern. Also Top 10 im Positiven und da sind auch Kleinststaaten dabei. Also dass man sagt, jetzt viel sicherer als wir. Also schon nur zwischen uns und Deutschland gibt es einen grossen Unterschied. Also wir sind schon im Moment so ein bisschen eine Insel von der Glückseligkeit, sodass wir nicht davon ausgehen können, hey, wir haben ein riesen Problem, also Politik muss sofort
reagieren, jetzt aus der Sicht von der Praxis gesprochen. Ja, aber das wird sich erweisen. Was wir auch gesehen haben, zum Beispiel, wir haben einen Rückgang gesehen, zum Beispiel ganz stark von der Rückfälligkeit. Und das ist ja der Teil, der uns in der Justiz fast schon stärker interessiert. Also die Polizei ist mehr daran interessiert, können zu schauen, dass Kriminalität insgesamt zurückgeht. Das ist wie ihr Job. Und unser Job ist zu schauen, dass Leute nicht rückfällig werden. Und da haben wir gesehen, wir haben in den letzten Jahren einen starken Rückgang von der Rückfälligkeit gehabt. Woran das liegt, das wissen wir noch nicht. Also da haben wir noch nicht die Analyse gemacht. Also das ist richtig verstanden, das ist über wo man einmal, sagen wir, eine schwere Körperverletzung gemacht hat. Genau. Und dann passiert das eigentlich nachher nicht mehr. Er macht es nachher nicht mehr. Genau. Obwohl ja, da können wir dann nachher ein bisschen reden, die Erfahrung zeigt, dass eine relativ kleine Gruppe ist, die sehr, sehr viel Delikte eigentlich macht. Es gibt so die Gruppe von den Intensivtätern. Und die bleiben da relativ lange aktiv. Wobei, es gibt so ein Phänomen, das ganz stark ausgeprägt ist in der Kriminalität, ist, das ist die sogenannte Desistenz. Also die Leute hören irgendwann mal auf zu inkurieren. Irgendwann mal Im Alter, oder wahrscheinlich? Im Alter. Und das Alter ist ein wahnsinnig protektiver Faktor. Mhm. Aber wann fängt das an, dass man ruhiger wird? Schon 25. Also es ist eigentlich wie ein Testosteron runtergeht. Es ist nicht nur Testosteron. Es sind verschiedene Sachen, die eine Rolle spielen. Das Testosteron kann schon leider mit 19, 20. Sicher? So früh? Also es ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, man mag mich korrigieren, wenn ich da etwas durcheinandergebracht habe. Aber es ist der Neurotransmitterhaushalt, der sich verändert zwischen 20 und 30. Es ist insgesamt hirnreifig, auch wenn gewisse neurowissenschaftliche Begriffe nicht so mögen, wo sich da Veränderungen gibt. Also es gibt eine Reihe von organischen Veränderungen, die man kann feststellen kann. Und Persönlichkeit verändert sich. Das ist auch total spannend, psychologisch gesehen. Man sieht, all das, was so ein bisschen negative Emotionen sind, all das, was eine geringe Verträglichkeit ausmacht, das verändert sich zwischen 20 und 30 markant. Also schon nur in dieser Phase passiert ganz, ganz viel. Und gilt das grundsätzlich für uns alle? Oder gilt das jetzt speziell für Leute, die relativ kriminell geworden sind in dem Land? Wie würdest du das sagen? Es gilt für uns alle. Ja. Und das hat auch Auswirkungen auf die Kriminellen, sodass man zum Beispiel feststellen kann, dass das Durchschnittsalter, wo die Gewaltstraftäter aufhören, kriminell zu werden, das ist etwa mit 32. Im Schnitt hört es auf. Ja. Und jetzt gibt es natürlich, du hast es erwähnt, so ein bisschen die Intensivtäter. Und bei den Intensivtätern ist es nicht so, dass sie bis 90 dann durchmachen, sondern die hören dann quasi nicht mit 32 auf, sondern im Schnitt so vielleicht mit 50, wo der Gipfel dann überschnitten ist. Also dort ist schon eine starke Verzögerung von 20 Jahren. Das ist viel, das ist lang. Das sind auch die, wo man dann damit zu tun hat. Das ist eine kleine Gruppe, das sind etwa 2-3%. Wie viel heisst das absolut in der Schweiz? Wie viele Leute? 2000 Leute? Oder? Intensivtäter? Ja. Nein, würde ich sagen, deutlich weniger. Also schon nur, also wenn es mir recht ist, wir haben etwa 6-7000, ich soll jetzt eigentlich wissen, 6-7000 Gefängnisplätze in der Schweiz. Und da ist aber alles drin. Und da ist der Teil, der dann Intensivtäter betrifft, da würde ich sagen, das sind vielleicht die Leute, die in den stationären Therapien sind, aber auch nicht alle, ein Teil davon, oder Teil, oder die Verwahrten würden dazugehören. Ich würde sagen, so, weiß ich, es sind vielleicht 100, 200, so in der Range, aber jetzt. Das wahnsinnig wenig, he? Also wenn man die würde jetzt einfach immer wegbeschliessen, hätte man das Problem gelöst, oder nicht? Oder ist das zu banal? Man kann es einfach nicht vom Rechtsstaat her, oder wie? Also sicher mal rechtsstaatlich ist es problematisch. Mhm. Und die Frage ist, ist es nötig? Und also zum Beispiel auch bei denen, also die Rückfallrate zum Beispiel von Sexualstraftätern, die ist bei den über 70-Jährigen ist man noch bei 1%. Also das ist dann so tief und das sind dann auch Leute, die verwahrt sind, wo man dann wirklich muss Fragen stellen, ist das noch verhältnismäßig? Ist das auch ökonomisch? Bringt es das überhaupt? Aber was findest du auf dem Moralischen her? Das ist ja eine heisse Frage. Es gibt ja auch die Frage von der Sühne, wo man irgendwie sagt, hey, eben, sagen wir gerade Sexualstrafe, Täter sind sicher die, die Leute, auch mich auch, oder, am meisten emotionalisieren, weil man das Gefühl hat, das ist jetzt so schlimm. Findest du, es gibt auch ein Element von Sühne, oder findest du, es geht auch nur um die Sicherheit von der Gesellschaft und grundsätzlich ist es eher besser, man schaut, dass man jeden kann resozialisieren. Ich denke, das Element eben von der Sühne oder vom Schuldausgleich, das ist ja drin enthalten und das ist, denke ich, ein gesellschaftliches wichtiges Element. Also, wenn ich Opfer geworden bin von einer Straftat, muss ich davon ausgehen, dass sich jemand darum kümmert und irgendwie schaut, dass man auf das reagiert und dass man sich eigentlich spürt.
spüren und das muss ich in der Gesellschaft spüren. Mhm. Und ich denke, das passiert dann nach meinem Rechtsempfinden. Mhm. Das unterscheidet sich ja die Leute. Nach meinem Rechtsempfinden passiert das. Und wenn ich dann mit den Einzelfällen zu tun habe, dann finde ich schon in vielen Fällen, doch, da ist jetzt auch viel passiert. Und natürlich, man kann nie sagen, es ist aufgewogen. Also für das Opfer bleibt das ewig nach. Aber für die, so, für mein Rechtsempfinden, ich kann nur von mir selber reden, habe ich dann häufig das Gefühl, nein, jetzt ist gut. Also, das kann man aber ist das nicht wahnsinnig gefährlich? Also, ich tue jetzt ein bisschen provozieren, gell? Aber ich meine, es ist klar, wenn du nachher einen Täter als Psychologe oder als Psychiater mit dem zu tun hast, ist auch ein Mensch. Mhm. Und jeder Mensch hat gute und schlechte Seiten, wir alle auch, oder? Und selbst ein Täter, der eben ganz schlimme Sachen gemacht hat, kann ich mir durchaus eben vorstellen, dass man dann irgendwo auch findet, ja, aber der gibt sich ja Mühe, oder? Hat auch gute Seiten. Ist nicht das Gefahr, dass man einfach going native, dass man eigentlich eben viel Empathie dann überkommt für jemanden, der wirklich schlimmes Zeug gemacht hat? Also die Gefahr besteht sicher. Ich finde es gut, dass es ja nicht der Psychologe oder der Psychiater entscheidet, sondern es entscheidet jemand anders. Mhm. Aber vielleicht auch in der Praxis habe ich häufig nicht den Eindruck, dass man dann blauäugig oder naiv wird, wenn man mit den Leuten so lange gearbeitet hat, sondern man ist durchaus in der Lage, auch die Risiken nach wie vor zu sehen. Und man ist, das ist ja das, was meine Wahrnehmung ist, wenn ich mit meinen Kollegen zu tun habe, die jahrelange Therapie machen, die bleiben kritische Beobachter vom Prozess. Trotzdem, und das ist die wahre Professionalität, können eine Person auf der menschlichen Ebene akzeptieren und dann muss sich auch akzeptiert fühlen. Also man kann nicht mit einem Therapie machen und der hat die ganze Zeit das Gefühl, der andere findet mich ein Double. Das kann nicht funktionieren. Und gleichzeitig dann halt sagen, ja, ich kann den als Mensch akzeptieren, ich kann den auch ein Stück weit mögen für die Anteile, die er hat. Also man ist nicht nur Täter, man hat seinen Täteranteil, aber man hat noch ganz viele andere Anteile. Und dass man das kann voneinander trennen, aber gleichzeitig, dass man die Täteranteile nicht vergisst. Und das ist, finde ich, die Herausforderung von diesem Job, dass man da wie so eine Äquidistanz kann wahren. Aber wenn ihr zum Beispiel ein Gutachten machen für eine schwere Tat, dann beeinflusst das ja dann der Richter schon auch, oder das Gericht, oder? Also natürlich hast du recht, die sind nicht verantwortlich dann für die Strafzumessung und für das Urteil, aber gleich haben die gleich eine Verantwortung, weil wenn ihr sagt, ja mal, mit dem kann man schon arbeiten und ja und so weiter, dann geht wahrscheinlich die Strafe ein bisschen runter, oder ist das zu banal? Ich finde, es gibt ein bisschen auch eine Verantwortungsdelegation von dem Gericht. Ich finde, die muss man kritisch anschauen. Ich finde, das, was ein Gutachter machen kann, oder dann später ein Therapeut in seine Therapie bricht, man kann einfach aus fachlicher Sicht feststellen, wie hoch im Moment das Risiko ist, mit all den Unwägbarkeiten und Fehlern, die es gibt. Man kann feststellen, wie stark ausgeprägt noch die Störung ist und wie gut die Therapie funktioniert hat. Ich denke, das kann man ungefähr dokumentieren. Aber nachher gibt es ja wie die Abwägung, die gemacht muss werden, wo auch die Verhältnismäßigkeit muss geprüft werden. Und die Prüfung von der Verhältnismäßigkeit, das ist eine urjuristische Funktion. Und das muss wirklich der Richter oder die Richterin machen. Und das ist etwas, wo teilweise man so ein bisschen spürt, wo gewisse Juristinnen und Juristen nicht unglücklich sind, wenn sie da ein bisschen etwas abgeben können. Und das wäre falsch. Also ich finde, also aber ist es nicht so? Das ist wirklich so. Also mein Eindruck ist ganz ehrlich, also ich gebe alles zu, das ist ein bisschen populistisch. Aber mein Eindruck ist so, hey, mit Sternen, bei schweren Taten sind wir also schon zu weich, ehrlich gesagt. Einfach was strafzumässig betrifft. Ich finde eben zum Beispiel, etwas, was mich wahnsinnig stört, ist Vergewaltigung. Dass du überhaupt eine bedingte Strafe bekommst, wenn du Ersttäter bist, gell, bin richtig informiert. Das finde ich eine Zumutung. Da finde ich jetzt vom Sühnengedanken her, wenn eine Tochter von mir betroffen wäre, nein, ich meine, das geht nicht. Da finde ich also mindestens 10 Jahre. Das ist so ein schlimmer Eingriff, finde ich. Aber da muss ich sagen, da bin ich froh darum, dass ich so entscheidende Fälle muss. Das ist wirklich das Gericht. Also, das
entscheidet das Gericht. Mhm. Unsere Funktion besteht ja dann darin zu schauen, nachdem das Urteil gefällt worden ist, wie weiter. Und das sind ja aus den rechtlichen Rahmenbedingungen gegeben, dass man sagt, mindestens so lang, wenn man so will, höchstens so lang. Und jetzt in dieser Zeit so ein bisschen débrouillez-vous, machen das Beste draus und dann springen wir ein. Aber das ist richtig. Also die Frage, was ist angemessen und nicht, das wird kontrovers diskutiert. Und es gibt ja auch, es hat auch schon Kritik gegeben, dass man gesagt haben, viele Gerichte bewegen sich immer am unteren Rahmen. Mhm. Es gibt andere Richter, die sagen, ja, das ist ja dann auch bekannt. Mhm. Es hat ja jetzt, bis jetzt ja auch keine politische Intervention gegeben, dass das müsste geändert werden. Gut, ich habe das Gefühl, dass eben die Bevölkerung teilweise gar nicht weiss oder zu wenig bewusst ist. Also, weißt du, jetzt ein ganz krasser Fall ist ja der Überfall von einem orthodoxen Juden in Zürich, 15-jähriger Schweizer, aber tunesischer Herkunft, wo sich selber sogar als Islamist bezeichnet. Ein 15-jähriger, den kannst du ja nicht ganz ernst nehmen, aber dort finde ich es schon schwer erträglich, dass der wahrscheinlich nie länger muss ins Gefängnis. Das Jugendstrafrecht ist ja so natürlich. Und das finde ich ganz schwer zu erträgen. Ich denke, gerade bei so Sachen, dort hat es ein bisschen Missverständnis gegeben. Also am Schluss kann der schon 10 Jahre festgehalten werden. Mhm. Ich denke, wie geht denn das? Wie? Über die Massnahmen. Also, dass man verwahrt fast. Nicht verwahrt. Es gibt möglich, also es gibt wie eine Jugendmassnahme und die kann dann bis 25 gehen. Mhm. Und quasi die Strafe ist dann nur ein Jahr. Das heisst, und in der Massnahme, das ist dann auch anspruchsvoll, was da gemacht werden muss. Also es ist nicht so, dass der quasi ein Jahr Gefängnis hat Maximum und dann kann er frei rumlaufen, sondern also da gibt es Möglichkeiten. Mhm. Und das ist einfach eben tough, also Straf an für sich ist ja vielleicht nur so kurz, aber zum Beispiel Verwahrung ist auch keine Straf. Mhm. Und da würde dann jemand sagen, hey, das ist ja locker, was der hat, der ist 20 Jahre in der Verwahrung. Ja, ich finde Verwahrung finde ich aber persönlich jetzt wieder eher ein Problem. Weil letztlich ja eben. Weil es open-end ist. Ja, weil es open-end und ich meine, das tust du entscheiden und irgendwo finde ich es nicht recht. Ich habe eigentlich, weiß ich, aber ich gebe es zu, ich bin da vielleicht ein bisschen, weiß auch nicht, zu wenig gut, ja, ich bin ja nicht Jurist, aber ich finde einmal, ja, früher noch ist doch Strafrecht irgendwie ein bisschen einfacher zu verstehen gewesen. Wie man hat gesagt, es gibt vorsätzliche Tötung oder es gibt Mord. Und Mord ist lebenslänglich und lebenslänglich ist lebenslänglich. Man hat nicht so viel diskutiert, das war sicher teilweise auch ungerecht gewesen. Aber gleichzeitig muss ich sagen, als Gesellschaft finde ich, ist das irgendwie besser gewesen. Als jetzt, wo man eben ein bisschen jede Verästelung noch überlegen, ja, ist jetzt, wie schwerwiegend ist jetzt das? Kann man den noch ein bisschen resozialisieren? Oder bin ich dazu, ich sage jetzt grob? Also, es ist unser Auftrag zu resozialisieren und es klingt auch gut. Mhm. Also, wir haben tiefe Rückfallraten. Mhm. Und also, die sind so tief, wo sie, also im Moment sind wir irgendwie bei den nicht therapiert hat man so Rückfallrate von 14-15% bei der Gewalt- und Sexualstraftäter. Und also das ist, also da kann man sagen, hey, also jeden ist es viel, ja, also natürlich, jeden ist es viel. Aber du sagst, das ist weniger eigentlich. Also, ich weiss, also wir werden sicher einen Kommentar geben, wo dann finden, der spinnt eigentlich 14-15 zu akzeptieren, aber es ist in einer offenen Gesellschaft, in einem Rechtsstaat, ja, da können Menschen delinquieren, aber ich denke, da hat man schon, also viel verändert, viel bewirkt. Und man kann auch zeigen, es ist auch kosteneffizient, also Resozialisierung, da gibt es ganz viele Studien. Die Amerikaner kommen jetzt langsam von der Übersanktionierung weg, weil es zu teuer ist. Leute lebenslang wegsperren ist völlig unökonomisch. Aber es gibt einen gewissen Moment, wir haben es vorher davon gehabt, so einen Kippmoment, wo einfach immer weniger delinquiert. Und dann ist es schlicht billiger, die gescheite Gesellschaft darauf zurück zu integrieren. Gescheiter auf ganz vielen Ebenen, dass man immer mehr wegsperrt, verwahrt, was gar nicht nötig wäre. Hast denn du selber schon erlebt, dass du dich völlig geirrt hast und dann ist etwas Schlimmes passiert? Du hast den Täter falsch eingeschätzt. Ja, selbstverständlich habe ich schon Leute falsch eingeschätzt. Und ist das nicht sehr schwer? Denn zum ist zum sehr Tragen? Unangenehm. Das ist unangenehm, natürlich. Und das passiert jedem. Also ich denke, es gibt wie unterschiedliche Formen von Fehlern. Es gibt einen Fehler im Sinn, dass du einfach
unüberlegt, unreflektiert irgendetwas gemacht hast. Und das muss ich sagen, das ist mir nicht passiert. Aber dass man Leute eingeschätzt hat und denkt, aufgrund von der verfügbaren Informationen, das kommt eher gut und dann ist es nicht gut gekommen. Ja, also klar gibt es das. Also das ich habe das Gefühl, oder ich bin als Journalist hast das Problem, wo du hast es auch, wenn du einen totalen Schrott schreibst, der einfach nicht stimmt, aber es sterben nie Menschen. Ja. Also das finde ich schon noch, das finde ich eine Wahnsinnsverantwortung, die du hast. Oder? Aber das ist also jede Funktion im Staat, wo man eine gewisse Verantwortung hat, wird mal schlecht rauskommen. Also jeder Chirurg hat eine Operation, die am Schluss noch gut läuft, selbst wenn er sich noch so Mühe gegeben hat, noch so gut vorbereitet war, noch alles richtig gemacht hat. Ja, es gibt Sachen, die passieren. Also ich kenne niemanden, der Gutachten macht oder Therapie macht, der sich mal nicht geirrt hat. Also das wäre absurd. Und ich denke, es ist wichtig, dass man dazu kann stehen kann, dass man eine gewisse Fehlerkultur kann also pflegen. Ich mache auch Fehler. Das ist klar. Ich mache auch Fehler. Und ich denke, vielleicht, wenn es um Verwahrung geht, dann könnte man sich überlegen, ob zukünftig in der Schweiz ein Gericht dann entscheiden, ob eine Verwahrung entlarvt wird. Das im Moment ist es eine Behörde und das könnte sicher ein Vorteil sein. Das ist in Deutschland der Fall. Finde ich auch ein bisschen besser, weil das Gericht ist ja gewählt. Es ist ja nochmal eine unabhängige Instanz. Ich denke, es ist nochmal anspruchsvoller für eine Behörde, so einen schwerwiegenden Entscheid zu treffen. Man ist nochmal stärker exponiert. Da hat schon das Gericht mehr Schutz. Jetzt gehen wir zu einem anderen Thema. Du bist sehr, sehr stark involviert in der Forschung zu Extremismus, aber im Speziellen, da geht es erstens um Deutschland, das ist eine Forschung, die du in Konstanz machst, zum Islamismus. Oder? Jetzt einfach zuerst einmal ganz eine banale Frage. Zuerst, wie gefährlich ist es eigentlich? Wenn wir uns da grosse Sorgen machen, oder ist das eine Randerscheinung, oder wie würdest du es einschätzen? Es ist eine absolute Randerscheinung. Also das ist, denke ich, unbestritten. Wobei man unterscheiden müssen, Extremismus und gewaltbereiter Extremismus. Also Extremismus, es gibt sehr viele Leute, die extremistische Ideen haben. Aber es gibt nur wenige Leute, die dann bereit sind, die Handlungsschwelle zu der Gewalt zu überschreiten. Also du würdest nicht sagen, oder für mich ist, ich finde immer so schwierig, wie man so überhaupt definieren. Linksextrem oder rechtsextrem ist eigentlich für mich immer die wichtigste Unterscheidung. Bist du bereit, politisch gesehen, Gewalt anzuwenden für deine Ziele. Ob du es noch machst, ist noch eine andere Frage. Aber wenn ich bin früher auch links gewesen und habe mich da bewegt in den linken Zusammenhängen und kenne die Leute auch sehr gut. Und da hat es natürlich sehr viele gegeben, die gesagt haben, wir müssen eine Revolution machen und für das muss man auch Gewalt anwenden. Aber selber haben sie es natürlich auch nicht gemacht. Also, aber du würdest auch sagen, extrem, linksextrem, rechtsextrem heisst, du findest, in der Politik ist Gewalt eine legitime Form, oder? Also das ist eine von den Definitionen, dass man sagt, man akzeptiert den Rechtsstaat nicht, man ist bereit, Gewalt anzuwenden und dass man demokratische Prinzipien grundsätzlich ablehnt. Und da, bei der Gewalt ist man dann da dabei. Also man nimmt das Recht in die eigene Hand. Gut, Randerscheinung. Das heißt, es sind nicht so viele Leute. Oder? Es gibt viele Leute, es gibt einige Leute, die so Ideen haben. Aber es gibt nur einen ganz kleinen Anteil von den Personen, die die Idee haben, die dann auch bereit sind, danach zu handeln. Du hast vorhin gesagt, in gewissen Szenen, wo man sagt, die Revolution ist richtig und da muss man klopfen und das ist schon okay, wenn es da. Aber dann am Schluss die Leute, die das bereit sind zu machen, glücklicherweise ist das eine sehr kleine Gruppe. Und das ist genau so das Anspruchsvolle dann auch für die Behörden und teilweise auch für einen Gutachter können feststellen, gehört jetzt der, wo im Internet sich so austobt, wo irgendwelche Sachen oder schon schreibt oder Drohmails verfasst oder was auch immer, ist es einer von denen, der laut kläfft oder ist es effektiv einer, der dann beißt? Und wie merkst du das? Meistens ist es so, dass die Leute, die so problematisch sind, dass man merkt, dass interessanterweise die Ideologie gar nicht so stark im Vordergrund steht, sondern dass für sie die Ideologie mehr Rechtfertigung ist. Also für sie, was wichtig ist können gewalttätig sein. Was für sie wichtig ist können ihre Gewaltneigungen ausleben und dann suchen sie nach einem Vorwand. Und was für uns spannend war, wo man zum Beispiel in der islamistischen Extremismus
Buddhismus untersucht haben, dass viele sind wirklich so religiöse Analphabeten gewesen, also die haben vom Islam wenig verstanden und es sind auch so Turbo-Radikalisierungen gewesen, die ultra schnell gegangen sind. Also die haben sich gar nicht können seriös mit dem auseinandersetzen und viele von denen haben auch nicht gross gelesen und Geschäft gewesen, da haben sie irgendetwas gehört, so eine Ideologie, die sie gefunden haben, da unter dem Segel können wir dann buddhistisch Zauberblatt. Und unter denen hat es dann gegeben, wo es noch andere extremistische Spektren einfach gewechselt haben. Also wir haben Rechtsextreme gehabt, die den islamistischen Salafismus gewechselt haben. Es hat Linksextreme gehabt, die das Spektrum gewechselt hat. Und das ist teilweise sehr schnell gegangen, der Wechsel vom einen Team ins andere Team, was darauf hinweist, also das sind nicht intellektuelle Auseinandersetzungen gewesen. Nicht so, wie man sich das vielleicht vorstellt, wo man noch prägt ist aus den 70, 80 Jahren im Milieu, wo man das Gefühl hatte, das sind irgendwelche linke Studenten gewesen, die sich etwas hineingesteigert haben und irgendwann mal einen Entschluss gefasst, so und jetzt, sondern das sind Leute, die von Anfang an die haben Gewalt haben. Glaube ich auch. Also, ich glaube, das ist auch völlig falsch Narrativ gewesen, wenn man Andreas Bader anschaut. Das ist einfach ein total gewalttätiger, gewaltbereiter junger Mann gewesen, oder? Also, ich finde es auch interessant, weißt, historisch ist ja klar, in den 20er Jahren kannst du auch schauen, dass da gibt es viele Leute, die Nazis werden, und es gibt Leute, die Kommunisten werden, und dann 1933 sind plötzlich ziemlich viele Kommunisten auch Nazis geworden. Das kannst du so, oder? Ist die Ideologie dann auch nicht so wahnsinnig wichtig, sondern lustig ist einfach, dass du gut Gegner verprügeln kannst, oder ich weiss nicht was. Und dass man ein geschlossenes Weltbild hat, das einfach ist. Und das ist auch anspruchsvoll in einer offenen Gesellschaft, in einer pluralistischen Demokratie, ist halt alles kompliziert. Da sind auch die Antworten weniger klar und da muss sehr viel ausgehandelt, sehr viel debattiert werden. Es gibt Leute, die Mühe damit haben. Die brauchen schwarz-weiß, die brauchen klare Linien. Bist du sicher? Hättest du noch mal überlegt, ich meine Gewaltbereitschaft, sag ich mal jetzt im Mittelalter. Ist ja, dort ist sie so grösser gewesen, weil es natürlich kulturell viel akzeptierter war. Aber ich würde jetzt auch immer behaupten, so einen harten Kern hast du ja im Mittelalter gehabt, der einfach noch richtig Freude gehabt hat an Gewalt, oder? Und haben jetzt die ein Problem gehabt, dass die Welt komplex geworden ist? Ich weiss es gar nicht. Einmal habe ich so das Gefühl, aber du weißt das jetzt viel, viel besser. Das ist ja fast eine Disposition. Die Disposition, die gibt es. Also, das kann man sagen. Das sehen wir in der Kriminalitätsforschung. Es gibt Leute, und da gibt es ja faszinierende Ergebnisse aus der biologischen, forensischen Psychiatrie, wo man sieht, es gibt auch eine genetische Komponente, die da reinspielt. Es gibt ja so Untersuchungen, wenn es um die sogenannte antisoziale Persönlichkeitsstörung geht. Das ist die Persönlichkeitsstörung, die am nächsten zu der Delinquenz ist, wo Normen ablehnt, wo wenig empathisch ist. Das sind Leute, die sehr impulsiv sind, wo nicht aus Bestrafung lernen, so ein bisschen das Spektrum. Und da sieht man, da gibt es unterschiedliche Studien dazu, aber so insgesamt grosse Wetterlage ist so irgendwie zwischen 30-40%, wo man sagt, das ist Genetik. Und dann kommt, was ich, 20-30% ist Erziehung von daheim und der Rest ist ein das, was man von der Schule mitnimmt, von den Peers mitnimmt. Aber der genetische Anteil, der ist da. Und also insofern wird es zu anderen Zeiten immer Leute geben haben, die so eine Disposition mitbringen, die sehr nah bei der Gewalt ist. Und wenn jetzt auch einer kommt und sagt, hey, du kannst schon bei uns Karriere machen, indem du die Gewalt anwendest, ist ja klar. Ich finde das super. Das ist sehr gut. Aber sag mal, vielleicht stimmt das gar nicht. Mein Eindruck ist ein bisschen, der Islamismus ist trotzdem ein breiteres Phänomen als jetzt, sagen wir, Linksextreme oder Neonazis, oder ist das falsch? Eben, da muss man unterscheiden, reden wir nur vom Islamismus oder reden wir vom gewaltbereiten Islamismus? Und also es gibt, wir haben sich in der Gesellschaft im Moment ein Thema mit dem muslimischen Fundamentalismus, aber in der Schweiz muss man sagen, und ich finde aber auch in Deutschland glücklicherweise, ist es noch ein kleines Thema, wenn es um die Gewaltbereiter geht. Das sind wirklich sehr, sehr wenig. Also das ist, und das sind dann etwa, absolut gesprochen, etwa so viel, wie eben vielleicht jetzt auch bei den Linksextremen hast oder bei den Rechtsextremen. Ich kenne Zahlen zu wenig. Wo es dann eher Einheimische natürlich sind und nicht Sekondos und so weiter. Man muss dann schauen, wenn man das so international anschaut, wir haben das Gefühl, wir sind so besonders betroffen vom islamischen Extremismus. Aber die, die am stärksten betroffen sind, sind Muslime selber. Also, das ist immer so. Also das gilt ja bei der Ausländerkriminalität. Das ist etwas, was man immer muss betonen. Die meisten Opfer sind auch Ausländer. Genau. Ist klar, ja.
Und das finde ich für uns als offene Gesellschaft so anspruchsvoll, dass wir dafür sorgen, dass die Muslime in unserem Land geschützt werden von den Extremisten. Aber machen sie nicht selber ein bisschen zu wenig? Das ist jetzt ein bisschen mein Eindruck. Ich finde irgendwie, tu mich korrigieren, aber mein Eindruck ist schon, dass eigentlich bei uns der Mainstream sagt, linksextrem finden wir ganz schlecht, rechtsextrem finden wir noch schlechter. Also das ist eine wahnsinnige Ächtung. Mhm. Und ich weiss jetzt nicht, wie es jetzt in der muslimischen Gemeinschaft ist, da denke ich mir, gehöre ich ein bisschen zu wenig. Oder ist ein bisschen wenig Druck da, dass man sagt, die Islamisten sind das Problem? Ich habe sehr viele Reaktionen aus der muslimischen Gemeinschaft. Und es gibt ja da den FIOT in Zürich, der aktiv ist, Verband von der islamischen Organisation in Zürich. Und die sind hoch engagiert in diesem Bereich. Mhm. Ich meine, die haben sofort reagiert, wo es den Anschlag gegeben hat gegen die Orthodoxie im Kreis 3. Also die sind sofort angegangen. Ein Imam von ihnen ist dann sofort zum Rabbiner gegangen. Mhm. Dort. Und sie suchen den Kontakt, sie suchen den Dialog. Ich denke, was sie brauchen, ist Unterstützung. Mhm. Sie sind halt leider keine anerkannte Religionsgemeinschaft in Zürich. Und was ich schade finde. Also. Ja, ich hätte das nicht gerne, aber ich würde lieber, dass die christlichen Kirchen und auch die jüdische Gemeinschaft nicht mehr anerkannt sind, weil ich finde das nicht gut. Oder griechisch bei uns. Also ich denke, da haben die ein Problem. Also die einen kommen relativ viele Ressourcen über und sie müssen ein bisschen händeringend schauen, wo sie bleiben. Und dann verlangt man noch von ihnen, dass sie, weiß ich, was alles noch nebenher machen. Und ich denke, also das, was ich mitbekomme, also finde ich, also ich dachte, sie haben sofort das Inserat geschaltet nach dem Attentat, nicht in unserem Namen. Also da reagiert schon schnell. Mhm. Würdest du sagen, es ist jetzt eine schweizerische Angelegenheit, also eben, das ist in der Schweiz jetzt gut gelaufen, oder würdest du sagen, ja, auch in Deutschland ist es gut, oder in Frankreich, weil mein Eindruck ist es nicht, ehrlich gesagt. Also mein Eindruck ist, wir sind in der Schweiz besonders gut aufgestellt. Mhm. Da funktioniert etwas in der Schweiz, wo man in anderen Ländern so weniger gut beobachten kann. Mhm. Und vielleicht auch, wie du gesagt hast, der Staat soll sich daraus raushalten, in Frankreich hält sich der Staat daraus raus, und es funktioniert überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob es deswegen nicht funktioniert oder ob es andere Gründe sind, aber auf jeden Fall Frankreich wäre ein Negativbeispiel von einem Land, wo sich der Staat ja völlig daraus rausnimmt und dort haben es völliger Chaos. Mhm. Und ich denke, in der Schweiz funktioniert es gut, die Gemeinschaften arbeiten auch gut zusammen, man bringt einander zusammen und es ist ein bisschen so, wie man die Schweizer Politik so ein bisschen kann beobachten, wo halt vieles ein bisschen informeller ist, wo im Guten weniger professionalisiert ist, wo halt kleiner Kleinräumigkeit. Kleinere Städte, ja. Ich finde es eindrücklich, zum Beispiel, wenn es gerade um Extremismus geht und man redet mit Polizisten von einem kleineren Kanton, die kennen die Leute persönlich, also die haben vielleicht nicht so das hochtrabende Instrument oder nicht, weiß ich. Aber informell wissen die einfach Bescheid, was läuft und kennen die Leute und sind näher dran. Und das ist schon eine Qualität, die wir in der Schweiz haben, wo gewisse Leute regen sich darüber auf. Und die Kehrseite ist wirklich das Angebünzlige und dass man dann korrigiert wird und dann ganz viele Nachbarschaftspolizisten sagen, was man sonst noch alles machen muss. Aber das hat auch seine Vorteile. Also die Vorteile sind in dem Bereich, die Schweizer sind ja gleichgültig, offensichtlich. Und aber man kann es natürlich auch nicht exportieren, oder? Weil Frankreich ist jetzt einfach grösser. Paris ist jetzt einfach eine grosse Stadt. Da kannst du jetzt sagen, wir machen es jetzt wieder klein. Es geht einfach nicht. Also danke, sowieso ein grosser Respekt davor, irgendwie den Leuten Empfehlungen geben, weil etwas in der Schweiz gut funktioniert, dass man dann gerade sagt, wir machen es gleich. Ich denke, dass wir selber schauen. Es gibt sicher gewisse Sachen, wo ich denke, wo bei uns schon irgendwie schlau laufen. Und ich denke, das ist im schlimmen Bereich von der Extremismusprävention. Wir haben eine sehr gut interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Behörden, sehr unkompliziert. Und da habe ich teilweise das Gefühl, wenn ich so in anderen Ländern schaue, die stehen sich ein bisschen im Weg. Also das Informelle, was wir Schweizer schon auch haben, das ist hilfreich. Das glaube ich auch. Noch schnell wegen dem, was ich vorher gesagt habe, wegen Staat und Religion. Weißt, ich habe es nicht so gemeint, dass es wenn man die Religion wegnimmt vom Staat, dass man dann eben den Extremismus in den Religionsgemeinschaften besser im Griff hat. Und das ist eigentlich ein anderes Argument. Ich finde, es ist eigentlich schlecht für die Religionsgemeinschaft. Ich habe das Gefühl,
Das sehen wir vor allem bei den christlichen Kirchen, oder? Wenn du nicht mehr musst dich bemühen ums Geld und um deine Leute und deine Kunden. Ich rede jetzt da sehr marktwirtschaftlich. Dann wird eben Kirchen so, ich bin katholisch aufgewachsen, aber meine Kinder und meine Frau sind reformiert. Und wenn ich die reformierte Kirche, ich sage extra da, reformierte Kirche von Wedischwil, ich meine, das ist ein NGO. Das hat nichts mehr mit Kirche zu tun. Und das ist meiner Meinung nach völlig klar, weil sie kommen einfach Steuergelder rüber. Und dann können sie machen, was sie wollen. Und sonst müssen sie sich kümmern um ihre Gläubigen. Aber natürlich glaube ich auch, der gute Nebeneffekt von dem ist natürlich, dass du die Leute auch viel besser integrierst. Weil du musst eben, zum Beispiel, sagen wir es mal bei den Muslimen, wenn die ihre Moschee finanzieren mit ihren Gläubigen, dann müssen sie sich um die bemühen. Das heisst, sie kennen sie auch besser. Deshalb glaube ich, wäre eher schlecht, wenn man das den Staat reinbringt. Weil dann haben sie wieder Geld. Natürlich tut der Staat immer kontrollieren, aber so leicht lässt sich das gar nicht kontrollieren. Also von dem her, deshalb bin ich da dagegen. Aber was ich eben auch noch einen wichtigen Punkt finde, wo mich interessiert. Wie weit ist Kriminalität etwas, das wächst, wenn gewisse Gruppen Ressentiments bekommen gegenüber der Mehrheitsgesellschaft? Also weißt, ich finde zum Beispiel, das ist bei den Schwarzen in Amerika, finde ich, ein starkes Problem. Das ist häufig bei gewissen ethnischen Minderheiten, die finden, wir werden nicht richtig gut behandelt. Ist das ein Faktor, der Kriminalität fördert oder nicht? Das ist schwierig zu beurteilen. Bei so Fragen, das sind ja dann immer so Korrelationen, die man hat. Also, es ist schier nicht möglich, Kausalität herzustellen. Mhm. Es sind so Vermutungen, die man hat. Und viele von diesen Vermutungen sind dann nicht belastbar. Weil wenn man dann wartet, man 3 Jahre, dann merkt man auf einmal, es ist doch nicht so. Und dann kommt man wieder mit einer nächsten Vermutung. Und gerade auch zum Beispiel, was die schwarze Bevölkerung in den USA betrifft. Sobald man sie dann aufteilt in unterschiedliche Gruppen, merkt man dann auf einmal zum Beispiel die Schwarzen von karibischer Herkunft und die Schwarzen von nordamerikanischer Herkunft, merkt man, dass man sehr grosse kulturelle Unterschiede hat. Man merkt, das geht ja gar nicht auf. Und das zerfällt vieles. Also von denen, es ist zum Glück, muss man sagen, es ist weniger homogen, als das wir denken würden. Mhm. Und die Unterschiede, die man kann vermuten aufgrund vom Aussehen oder von der ethnischen Herkunft, sind viel, viel geringer, als es man auf den ersten Blick meint. Jetzt, wenn wir zurückgehen zu der Kriminalität ganz grundsätzlich. Eben, wieso wird einer über kriminell? Es kommt darauf an, wo. Also, wieso wird jemand in einer Favela in Brasilien kriminell? Das ist ein Unterschied, wie wird einer im reichsten Land von der Welt, einer der reichsten Länder von der Welt kriminell? Und bei uns hat es ganz häufig viel damit mit der Persönlichkeit zu tun. Persönlichkeit oder eine psychische Störung oder eine gewisse Disposition. Es sind wenig Kontextfaktor, wo bei uns, wenn es um schwere Kriminalität geht, wenn wir es als kriminell fassen, 20 Kilometer schon auf der Autobahn zu fahren, dann sind es mal andere Faktoren, wenn wirklich bei den schweren Gewaltverbrechen und Sexualverbrechen. Dann ist man ganz stark bei der Persönlichkeit. Wir haben da Untersuchungen gemacht. Da gibt es europaweit 60% der Leute, die im Gefängnis sind, die Gewaltdelikt begangen haben, haben eine sogenannte Persönlichkeit Störung. Also, da ist man schon bei schwereren psychiatrischen Auffälligkeiten. Was sind also die wichtigsten Merkmale? Was ist das für, was für eine Persönlichkeitsstörung haben die? Von einer Persönlichkeitsstörung redet man dann, wenn es so eine tiefgreifende Verhaltens- und Erlebensstörung ist, relativ langanhaltend ist. Also, das ist nicht etwas, was heute kommt und morgen wieder geht. Wo man häufig nicht immer schon in die Jugend kann zurückverfolgen kann, wo zu einer Form von einer Störung im sozialen Umfeld kommt. Man sieht das nicht auf den ersten Blick. Es kann sein, dass zum Beispiel Leute sind, die mit einer starken Kränkung reagieren. Oder es gibt Leute, die mit massiver Eifersucht reagieren, wo man eindeutig sagt, das ist disproportional. Das ist auch ein festes Schema, wo man in unterschiedlichen Kontexten sieht und wo nicht einfach so weggeht. Und das, was wir zum Beispiel im Gefängnis häufiger
sind. Das sind Leute, die eben sonst eine stark ausgeprägte, häufig Impulsivität haben, Ich-Bezogenheit für den eigenen Vorteil bedacht sind, wenig empathisch sind und Schwierigkeiten haben, sich eine Regel und Norm zu halten. Und so eben nicht nur jetzt im gesetzlichen Sinn, sondern auch sonst in anderen Kontexten. Und das prädisponiert dann halt. Gemeine Frage. Gibt es nicht viele Leute, die auch so sind, wie du beschreibst, totale Egoisten, die an sich selber denken, die auch nicht so wahnsinnig sozial sind und nicht kommunikativ und ab und zu sich schnell aufregen, weil sie Monopoly verlieren. Und das kennen wir ja als Kinder. Und werden aber gleich nicht kriminell. Absolut, gibt's. Es ist ein bisschen gemein, gell? Aber ich habe das Gefühl, jetzt bist du schon das Leben lang am Forschen. Es ist noch schwer zu sagen. Nein, es ist nicht determiniert. Also man kann nicht sagen, wenn du das hast, dann ist klar, dann landest du dort. Aber man kann sagen, hey, wenn du die und die Persönlichkeitseigenschaft hast, ja, dann ist das Risiko massiv. Was sind denn so ganz konkret? Es gibt das halt immer das die Geschichte, ja, wenn Kinder irgendeinen Frosch plagen. Das ist ein gutes Zeichen für spätere Gewaltverbrecher. Ist das Blödsinn? Es gibt so eine Studie, die ist total faszinierend, aber da kommen ganz viele Leute im falschen Hals über. Mhm. Das hat man tatsächlich eine Feststellung bei Kindern. Es gibt so einen Biomarker, wo die Kinder haben. Und die Leute, die das stark ausgeprägt haben, bei denen steigt das Risiko massiv. Und das ist ein tiefer Ruhepuls. Aber das muss man immer aufpassen. Ich habe es mal erzählt, hat man das Ergebnis gebracht an der medizinischen Fakultät und hat einen Sportmediziner gehabt. Ja, das stört das. Das hat ihn bis zum Schluss nicht losgegangen. Aber man muss sagen, eben die meisten Menschen mit tiefem Ruhepuls, ist alles in Ordnung, da muss man sich keine Sorgen machen, ist ja weitgehend gesund. Aber eben, es gibt, man geht davon aus, und das ist ein bisschen die Erklärung, dass wenn du jetzt eher jemand bist, der so eine pathologische Krankbarkeit hast, aber du bist ein total nervöser und hibbeliger Mensch, dann wird dich die Nervosität und die Hibbeligkeit vielleicht davon abhalten, dass du Delikts begabst, weil du einfach Schiss hast, verwünscht zu werden und du kannst es nicht durchziehen. Hingegen, wenn du dann wirklich so ein bisschen arschkalt bist und du hast die Probleme, dann erhöht das Risiko. Und das ist ein bisschen die Erklärung, die man hat, wie so der Ruhepuls. Also der Ruhepuls, der hilft dir, dann das umzusetzen. Aber das ist auch eine gute Eigenschaft, letztlich. Das sind ja dann auch die Leute, die die Nerven nicht verlieren, wenn irgendwie ein schwerer Unfall ist oder wenn im Krieg irgendwie eine Gefahr ist, oder? Absolut, ich bin nicht gegen die Ruhepuls. Nein, das ist eine Schwierigkeit, die man hat. Ja. Also das ist jetzt ein sehr unspezifischer Faktor. Ja. Und meistens, was man dann sieht in der Forensik, ist eine Kombination von verschiedenen Faktoren, die aber sehr einzigartig sind. Gibt es eigentlich, wir sind gerade beide nicht religiös, aber gibt es das Böse? Also ich würde so sagen, mir ist jetzt in meiner beruflichen Karriere und ich habe wirklich also ganz schlimmste Verbrechen gesehen. Ich habe bis jetzt noch keinen Mensch gesehen, wenn ich gesagt habe, der Mensch ist durch und durch böse. Aber ich habe Menschen gesehen, die haben mehr oder weniger stark ausgeprägte Persönlichkeitsanteile. Mhm. Und ich sage, das ist das, was man als böse würde bezeichnen. Mhm. Das ist einfach, oder wir reden dann vielleicht von destruktiv, das ist ein bisschen technischer, aber man ist sich ganz ein bisschen ins Gleiche, wo man sagt, hey, das ist wirklich eine sehr destruktive Persönlichkeitseigenschaft, eine hochproblematische Persönlichkeitseigenschaft. Und bei Einzelnen, bei gewissen Menschen ist der Anteil relativ stark ausgeprägt. Mhm. Und bei anderen ist das nur ein ganz kleiner Anteil von ihrer Persönlichkeit. Ich finde eben immer, das Verrückte ist eben, du hast jetzt eigentlich vom Täter geredet, ob du den erkennst als ein Böse und so. Und das glaube ich auch, das ist mal schwierig. Aber wenn man dann zum Beispiel eben Taten sieht. Ja, Taten ist. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt einfach 7. Oktober in Israel, ich habe sehr viel von diesen Filmen gesehen, wo du die Opfer siehst. Und das, wer so etwas macht, das ist einfach böse. Das ist einfach böse, oder? Das ist. Wenn man sich den Holocaust anschaut, wenn man sich Schuhe anschaut, wenn man sich die Killing Fields anschaut, wenn man sich Ruanda anschaut, das ist unvorstellbar
böse Sachen, die passiert sind. Und ich finde, das ist ja der Begriff böse noch so legitim. Also klar, ich finde eben auch irgendwo, wie soll ich sagen, es gibt eine gewisse Erleichterung, wenn man es so kann nennen. Ja. Wenn ich muss sagen, ja, also der Mengele, der hat in der Kindheit wahrscheinlich eben irgendeine Frasch, dann finde ich, das sieht mich nicht, das ist einfach böse. Ja. Fett, oder? Das ist schon, also weißt du, wie schon emotional, oder? Ist es ein Problem, dass wir die Religionen nicht mehr haben? Würdest du sagen, und dann eigentlich stimmt es ja nicht. Ich meine, unsere Gesellschaften sind immer gewaltloser. Wenn man im Historisch, oder? Wenn man 500 Jahre zurückgehen, oder? Ja. Obwohl wir nicht mehr so anerkannte Religionen haben, wo ja Moral wichtig ist, also braucht man es nicht. Das wissen wir nicht. Also, wie ich als Wissenschaftler sage, da müssen wir mal ein Experiment wagen. Mhm. Eben, wenn es um Steven Pinker folgt, ja, wir sind immer gewaltloser geworden in den letzten 2000 Jahren. Ich denke, gute Daten, die das entsprechend unterstützen. Wir sind weniger religiös geworden, aber gleichzeitig, wenn man schaut, die Kriterien, die für uns wichtig sind, sind immer noch sehr von der Religion geprägt. Stimmt, also da, wo wir vorher gesagt haben, warum ist es was böse? Die 10 Gebote, die beschäftigen uns immer noch. Und vieles von dem, was so die Religion gibt, sonst ein moralischer Wert, natürlich nicht alles, sonst gibt es Sachen, die man mittlerweile als für sich noch wieder problematisch anschauen, zum Umgang mit Homosexuellen, mit Schwulen, mit Lesben. Also das sieht man dann wiederum kritisch. Aber insgesamt gibt es viele religiöse Moralvorstellungen, die die meisten von uns mittragen. Das soll es nicht töten, das soll es nicht stehen, all die Sachen. Gut. Ich glaube, wir lösen es bei dem offenen Ausgang. Wir hätten das Problem nicht können lösen. Sharon, danke vielmals für das sehr interessante Gespräch. Danke. Das war es auf SOM-Show mit dem Jérôme Endras und dem Markus Somm auf neberspalter.ch. Könnt ihr uns abonnieren auf neberspalter.ch, das würde uns freuen. Und wir hören uns wieder bei nächster Zeit. Ciao zusammen.